Die wichtigste Säule ist natürlich die Finanzierung der Start-up-Strategie. Wir haben für die Gründungsphase viele gute, ich würde sagen ausreichend gute Programme, die da sind, Exist, Invest oder der Hightech Fund. In der Wachstumsphase allerdings haben wir noch Nachholbedarf. Darauf konzentrieren wir uns mit den Maßnahmen. Beispielsweise ist der bekannte Zukunftsfonds, ein 10 Milliarden schwerer Fonds, angeschoben worden, der dann 30 Milliarden Invest hebeln soll. Bestimmte Technologiefenster sind schon programmiert und am Start. Deep Tech Fund und Climate Fund und der Venture Tech Growth Fund sind bereits unterwegs. Und es kommt aber natürlich auch auf das Geld an. Gerade am Anfang, wo keine Umsätze erzielt werden. Wir haben ein Later Stage Funding Gap. Also ganz am Anfang, wenn eine Idee entsteht, dann gibt es die Seed-Finanzierung. Bedeutet, ein kleines Pflänzchen wird mal gesät und es wächst und gedeiht. Da haben wir ordentlich Kapital in diesem Land. Aber später, wenn es in die Wachstumsphase geht, und darauf hat der Minister eben hingewiesen, da sind wir nicht gut. Und das bedeutet, dass man in einer Finanzierungsrunde, und das Gute ist, man kann sich das eigentlich ganz gut merken, denn es geht immer im Alphabet nach hinten. Man fängt mit einer Series A an, A, B, C, D. Und ich habe jetzt mal ein Beispiel mitgebracht aus München, einer solchen Finanzierungsrunde in einer Series D von Celonis. Das kennt vielleicht die oder der ein oder andere hier. Ein Start-up, total erfolgreich, 10 Milliarden Unternehmensbewertung. Auf dem Weg, das nächste SAP zu werden. Die haben letztes Jahr im Sommer eine Series D Wachstumsfinanzierungsrunde abgeschlossen. 400 Millionen wurden investiert. Jetzt guckt man sich an, wer diese Runde angeleitet hat. Ein Fonds aus Katar und danach irgendwie 9 bis 10 amerikanische US-Fonds. Warum sind wir nicht mit dabei? Ganz einfach, wir haben gar keinen Fonds, der überhaupt in der Lage ist, ein solches Ticket zu schreiben. Und deswegen ist es wichtig, dass wir A, einen Zukunftsfonds angelegt haben mit 10 Milliarden, aber den müssen wir noch vergrößern auf 30 Milliarden bekommen und gerne auch mit der Renten- und mit Versicherern als Kapitalsammelstelle, damit wir eben auch das Geld in diesem Land mobilisieren können und nicht am Ende sich Katar freut, wenn die Dinge hier erfolgreich werden, sondern wir auch in diesem Land den Wohlstand nicht exportieren, Ideen groß machen und vor allen Dingen zeigen, auch Deutschland kann große Unternehmen gründen und vor allen Dingen dann auch hier erfolgreich machen. Ich nehme mal die Themen der Finanzierung. Darüber ist ja verschiedentlich gesprochen worden. Wir haben in der letzten Periode die Start-up-Investments der Regierung von 4 auf 20 Milliarden Euro verfünffacht. Das ist schon eine Menge. Wir haben diesen 10 Milliarden Zukunftsfonds aufgesetzt. Wir haben in diesem Zukunftsfonds 10 Module aufgesetzt. Davon sind eine ganze Reihe gestartet, noch im Juni 2021. Aber die sind nicht durchgestartet. Der Deep Tech Fund zum Beispiel hat lange gebraucht. Ich glaube, fast ein Jahr, bis man eine Geschäftsführung dafür gefunden hat. Vorher wurden keine Deals gemacht. Das First Closing für 1 Milliarde Wachstumsfonds, ich habe davon jedenfalls noch nicht gelesen, dass es stattgefunden hat. Auch das ist etwas, wo sicherlich der Minister auch noch mal ein Stück Werbung für machen kann. Die 3 Milliarden Separate Managed Accounts, die Jörg Kukis Lieblingsinstrument waren, auch da sehe ich noch nicht, wie die am Ende in den Markt kommen. Das heißt, sie sitzen auf einem sehr großen Berg von Geld, der, glaube ich, sehr dringend in der Szene gebraucht wird, wie die Kollegin Humberts ja hier sehr eindrücklich dargestellt. Viele Probleme bestehen für deutsche Start-ups, gerade, wie es ja auch schon erwähnt wurde, in der Wachstumsphase. Die aktuelle Zeitenwende in der Zinspolitik und die darauf folgende Zurückhaltung von Investoren macht es für die Teams deutlich schwerer, an Kapital zu kommen, als das bisher der Fall war. Deshalb ist es gut, dass wir zum einen institutionelle Investoren stärker involvieren und zum anderen aber auch die KfW Capital weiter in ihrer Arbeit unterstützen wollen.